Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, liebe Substratis, und willkommen zu der 100. Folge Grün färbt ab. Leider bin ich natürlich alleine heute hier, denn es ist eine Kurzfolge, wie ihr schon gesehen habt. Und ja, aber ey, 100 Folgen, ich meine fast 100 Stunden oder noch mehr als 100 Stunden Carla und Olli Gelaber. Ihr habt es bis hierher geschafft, klasse. ja, seit Dezember 2021 gibt es uns und es ist Wahnsinn, wie weit wir mit dem Podcast gekommen sind. Ich bin sehr stolz darauf, was Olli und ich geschaffen haben. Wir wussten selber gar nicht so genau, glaube ich, auf was wir uns einlassen mit diesem Podcast. Und es ist nur gut geworden. Natürlich nicht nur, weil Olli da mein Redepartner ist, sondern auch, weil ihr so tolle Hörer seid, weil ihr so treue Hörer seid. Und ja, mit euch genießt man die Reise und das ist wirklich sehr schön. Wir haben eine tolle Community mittlerweile. Es sind ja bei Instagram sehr, sehr viele Leute. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe gegründet, beziehungsweise sie gibt schon ein bisschen länger seit dem letzten Community-Treffen und die haben wir jetzt akquiriert wieder. Da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, über 60 Leute drin und es geht rund um Pflanzenfragen, Verabreden, ein bisschen so Plant SOS, wenn da irgendwie eine Pflanze kurz vorm Abnippeln ist. Dann haben wir auch noch so eine Seite gegründet in der WhatsApp-Gruppe für Tauschen, Verkaufen oder Verschenken von Pflanzen und natürlich so eine Ankündigungsgruppe und da wird wild geschrieben, alle sind total happy, irgendwie sich auszutauschen und es macht einfach so viel Spaß, diesen Podcast ja auch weiterzuführen und das wollen wir auch unbedingt und 100 Folgen ist schon mal eine Ansage, würde ich sagen und einmal ein riesiges, dickes Dankeschön im Namen von Olli und mir an euch und ja. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit der Folge. Ach so, genau. Wenn ihr in diese WhatsApp-Gruppe rein wollt, dann könnt ihr uns auch gerne E-Mail schreiben. Wir haben natürlich bei Instagram schon Werbung dafür gemacht, dass man in diese Gruppe eintreten kann. Ihr bekommt dann von uns einen Link zugeschickt. Aber das werde ich euch sonst auch nochmal am Ende der Folge richtig erklären. Starten wir mit der Avocado, um die es heute gehen soll. Ich habe nämlich im Mai 2020, habe ich gedacht, okay, fängst mal mit einem Avocado-Kern an. Hast du bei deinem Cousin mal gesehen, der hat mittlerweile eine riesige Pflanze, das kriegst du auch irgendwie hin. Und wie man das am besten macht, habe ich mir dann natürlich im Internet angeguckt und habe dann auch erstmal ein bisschen rumprobiert und habe mir dann 2, 3 Avocados gekauft. Hab da eine leckere Guacamole draus gemacht, die habe ich sehr genossen und dann gab es halt so mehrere Ansätze, wie man anfängt. Also ich glaube am wichtigsten auch am Anfang ist erstmal, um Schimmelbildung zu vermeiden, am äußeren Kern der Avocado ist, dass man das restliche Fruchtfleisch entfernt und das einmal alles abspült. Ich habe das da mit einem Zewa etwas trocken getupft. Braucht man aber auch nicht, aber der ist halt so glitschig. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall kam dieser Kern dann sauber, wie er war, direkt wieder in eine Verpackung rein. Und zwar habe ich ihn in eine Tupperdose mit Zewa gesteckt. Und die anderen Kerne habe ich weggetan, die waren viel zu klein und da habe ich irgendwie keine Zukunft drin gesehen gehabt. Und ja, die kamen dann weg und dieser eine Kern war dann in der Tupperdose mit feuchtem Zewa, so ungefähr 2 bis 3 Wochen waren es schon. Ich habe den dann auch ein bisschen heller gestellt. In unsere hellste Fensterbank allerdings ist da ja nicht so viel mit unserer Sonne. Und dann hatte ich den da auch eine ganze Weile stehen, bis er angefangen hat, sich zu spalten. Dieser Kern, der bricht dann auf, also er bricht nicht in zwei, aber er bricht auf und dann kam eine Wurzel unten aus dem Kern raus. Und das war für mich mein Zeichen, so okay, wir machen jetzt mit diesem kleinen Lebewesen etwas. Und zwar habe ich den dann in einen Erlenmeyer-Kolben gesetzt. Die haben eine verjüngte Öffnung oben, das heißt, die ist ein bisschen enger, die Öffnung.
Und da habe ich ihn oben drauf gesetzt und der passte wunderbar dort rein, denn dann hat die Wurzel im Wasser gestanden und der Kern, ja, vielleicht so 1-2 Zentimeter auch und war dann befeuchtet. Das ist super gewesen, denn dann konnte die Wurzel richtig toll ins Wasser wachsen und der restliche Teil des Kerns ist trocken geblieben. Und ich habe dann auch natürlich, weil ich so fummelig und friemelig bin, die dunkle Haut des Kerns entfernt. Die hatte ich bis dahin noch dran gelassen. Und dann, ja, meinte ich, es abziehen zu müssen, habe es dann aber nicht überall geschafft. Das werdet ihr auf den Fotos bei Instagram natürlich wieder sehen, dass ich da nicht alles abziehen konnte, weil es ja zu fest klebte. Und naja, auf jeden Fall wuchs dann dieser Kern und die Wurzel wuchsen dann super weiter auf dem Erlenmeyer-Kolben. Und ich habe dann immer geschaut, dass das Wasser auch gut aussah, dass sich nicht zu viele Algen gebildet haben. Ich habe den zwischendurch auch mal ausgewaschen. Sollen ja nicht so viele Algen sich bilden, auch Schimmelbildung muss man aufpassen. Wenn das passiert, dann ja, muss man einmal dahergehen, alles sauber machen und vielleicht auch desinfizieren. Manche arbeiten ja auch gerne mit Wasserstoffperoxid in, ja, oh, ich glaube, waren es 10%ige Lösung. Kann gut sein. Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Habe ich auch sehr lange nicht mehr gemacht. Auf jeden Fall wäre der perfekte Standort für diesen Kern ein heller Standort mit indirektem Licht oder so Morgen-Abend-Sonne. Er braucht nämlich noch gar nicht so viel wie am Ende dann die große richtige Pflanze. Und was man dann mitbringen muss, ist ganz, ganz viel Geduld und immer wieder nachgießen. Denn dieser Kern, der zehrt ja das Wasser nach und nach oder verbraucht das Wasser nach und nach und dann wird es auch etwas weniger in dem Glas. Ich habe da auch teilweise dann ja prokrastiniert und einfach nicht gegossen. Und das war dann natürlich blöd für den Kern, weil dann nur noch die Wurzel so ein mini bisschen im Wasser stand. Und dann meckerte der direkt mit ein bisschen angetrockneter Wurzel. Und das sollte man nicht machen. Genau, auf jeden Fall, die Pflanze braucht regelmäßig Wasser und ihr braucht Geduld. Denn diese Pflanze wächst jetzt erstmal eine ganze Weile. Ich habe das bei meiner Pflanze zwischen Mai und Dezember beobachtet und sie hat von Mai an, das ist der Zeitpunkt, wo ich das erste Foto auch gemacht hatte, da kam dann schon die Wurzel unten raus. Also das war wahrscheinlich März, Ende März, Anfang April, dass ich das gestartet habe. Und bis Dezember hat es gedauert, bis die Pflanze dann 8 Blätter hatte und sehr viele Wurzeln. Das hat super funktioniert, dauert wie gesagt nur eine Weile. Und wenn es dann soweit ist, dass die ersten Sprossen kommen, könnte man die Pflanze auch umtopfen. Das habe ich nicht getan. Ich habe sie irgendwann dann einfach verkauft, weil ich der Pflanze, der Mutterpflanze dann, oder nicht der Mutterpflanze, der richtigen Pflanze dann nicht mehr gerecht wurde. Denn so eine Avocado braucht echt viel Sonne und zwar mindestens 6 Stunden direktes Sonnenlicht am Tag. Also wenn du einen schönen Wintergarten hast, der Südseite hat, dann stellst du dir deine Avocado hin, denn da hast du dann auch die Chance, dass du eventuell Avocado-Früchte tragen kannst, denn bei den Avocado-Bäumen ist es sehr oft der Fall, dass die keine Früchte und keine Blüten auch ausbilden, wenn die Pflanze nicht genug Licht bekommt. Das ist sehr ärgerlich und da haben wir in unseren Breitengraden halt einfach das Problem, dass es ja viel zu wenig Sonne manchmal gibt. Alleine wenn wir schon an unsere Winterdepression denken, wo nur grau in grau ist der Himmel tagelang, macht es schon keinen Spaß mehr und dem Avocado-Bäumchen erst recht nicht. Wenn ihr jetzt keinen Erlenmeyer-Kolben zu Hause habt, könnt ihr natürlich alles mögliche andere benutzen. Und zwar könnt ihr Hyazinthengläser verwenden, die haben auch so eine Verjüngung drin. Dann gibt es auch so kleine Pflanzschälchen, die haben dann ein Loch in der Mitte. Die kann man auch super auf ja alle möglichen Gläser setzen. Und die einfachste Variante sind natürlich Zahnstocher. Da piekst man so 3 bis 4 einmal ringsrum, außen in den Kern rein und dann hält das Ganze an dem Rand des Glas perfekt fest und eure Pflanze kann wachsen. Das tut der auch nicht weh, das ist okay, das kann man alles so machen. Und genau, dann wächst euer Avocado-Baum genauso.
Ich glaube, es ist auch einfach so wieder so eine Sache von, es ist spannend zu sehen, was passiert, weil man kann natürlich auch diesen Avocado-Kern zuerst in Erde einpflanzen. Das dauert aber viel, viel länger und der bekommt dann nicht so viel Licht und man hat dann auch nicht so viel zum Gucken. Das ist schon schöner, wenn er in Wasser sitzt. Aber natürlich muss er am Ende dann auch in Substrat, denn er möchte auch richtig schöne Wurzeln ausbilden. Und dafür ist es dann einfach besser, wenn man ihn nach dem Anziehen einmal umtopft. Und zwar ist dafür am besten ein Boden, der nährstoffreich ist und gute Durchlässigkeit hat. Am besten wäre es, wenn man dann Drainage reingibt, wie zum Beispiel Kokoschips, Perlite, was haben wir denn noch hier? Fasern, Kokosfasern oder auch Sand. Denn die mögen einen Boden, der wirklich schön belüftet ist, dass die Wurzeln gut atmen können. Das ist wichtig für die Pflanze. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Pflanze gegossen wird. Eine Avocado braucht, wenn sie erwachsen ist, relativ viel Wasser. Das hat man bestimmt schon mal gehört, dass eine Avocado-Pflanze, um so Früchte auch ausbilden zu können, viel, viel Wasser nimmt. Allerdings darf man sie natürlich auch nicht übergießen. Sie mag es, regelmäßig gegossen zu werden, gleichmäßig feucht zu bleiben und im Frühjahr und im Sommer, natürlich während der Wachstumsperiode, braucht sie mehr. Da braucht sie auch Düngung und freut sich sehr darüber. Aber wenn man Richtung Winter geht, dann braucht sie auf jeden Fall weniger Wasser. Da kann man das reduzieren. Und man sollte die oberste Schicht beim Gießen, wenn man gießen möchte, dann sollte man die oberste Schicht einmal ein bisschen antrocknen lassen. Es gibt dann natürlich auch diese Wasserstandsanzeiger und so weiter, die man benutzen kann. Oder bei mineralischem Substrat kann man ja auch super sehen, wo liegt gerade das Reservoir, ist es aufgefüllt oder nicht, muss ich wieder was reingeben. Das kann man alles auch überwachen lassen. Genau, und es ist ja ein Baum. Ein Baum mag es auch gerne mal beschnitten zu werden. Das heißt, ihr könnt auch mal Äste entfernen, dass das so ein bisschen atmen kann, der Baum. Wenn er dann schon groß ist natürlich, bei so einem kleinen Pflänzchen ist das eine ganz andere Sache. Der Baum muss erstmal wachsen und wenn er dann größer wird, dann kann man auch mal ein bisschen verjüngen und Triebe einfach wegschneiden, dann sprießt er wieder nach und ja, das ist einfach eine gute Sache für ein gutes und gesundes Wachstum. Wenn ihr dann den Baum richtig in einem Wintergarten stehen habt, dann mag er es natürlich auch den ganzen Sommer sehr da drin, aber ihr solltet im Winter aufpassen, denn er mag gar nicht so gerne die kalten Temperaturen. Vor allem empfindlich ist er sehr stark bei Frost, das findet er richtig furchtbar und da kann er euch sogar eingehen. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Auch Zugluft könnte schwierig werden, denn das führt dazu, dass einfach Blätter abgeworfen werden und dann habt ihr am Ende da nur noch so einen kahlen Baum stehen, wie die anderen Pflanzen im Winter. Und das wollt ihr auf keinen Fall, denn so ein Avocado-Baum, wie ihr ja schon jetzt gehört habt, ist ganz schön viel Arbeit. Was auch noch Arbeit ist, ist natürlich, wenn der Avocado-Baum anfängt, Blüten zu bekommen. Und in einem Wintergarten oder in der Wohnung ist es meistens ja nicht so, dass dann eine Biene reinkommt und die Pflanze bestäubt, denn manche Avocado-Bäume müssen bestäubt werden, andere können das tatsächlich von alleine, aber ja, wenn ein Avocado-Baum bestäubt werden möchte, dann solltet ihr es tatsächlich in Betracht ziehen, das von alleine mit Hand oder also Hand anzulegen oder von Hand zu machen. Denn ohne Bestäubung kommen keine Früchte und da müsstet ihr tatsächlich einmal ein bisschen schauen. Was natürlich auch dazu zählt, ist, wenn der Avocado-Baum drin steht, ist, dass keine Nützlinge vorbeischauen und die Avocado-Bäume gerne mal von Blattläusen oder Spinnmilben heimgesucht werden und dann müsstet ihr da auch einmal ein Auge drauf werfen, denn dieser Baum soll ja weiterleben und wenn ihr regelmäßig mal schaut, ob etwas darauf rumläuft, was nicht darauf rumlaufen sollte, dann holt euch entweder Nützlinge oder nehmt eure Pflanze und geht mit ihr bekanntlich duschen. Am besten nehmt ihr dafür ein Mikrofaserhandtuch mit und eine Badehose
Und dann habt ihr einen lauwarmen Wasserstrahl, nicht zu kalt, weil das ist nämlich hier wieder die Sache mit der Temperatur. Und dann geht ihr vorsichtig mit dem lauwarmen und schwachen Wasserstrahl über die Pflanze rüber. Dabei entfernt ihr auch gleichzeitig noch den Staub, der sich niedergelassen hat, und die Schädlinge. Mit dem Mikrofaserhandtuch könnt ihr dann auch vorsichtig die Blätter von oben und unten einmal abwischen und zack, habt ihr wieder eine saubere Pflanze mit etwas weniger Schädlingen. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr entweder die Nützlinge ausbringt, wenn ihr welche angeschafft habt, oder halt dann ein Pflanzenschutzmittel aufgebt. Beides könnt ihr nicht zusammen machen, weil ja, Nützlinge sind ja auch Insekten, und wenn ihr dann ein Insektizid, / Pflanzenschutzmittel drauf gebt, dann tötet ihr beide. Das wäre natürlich nicht so toll. So, jetzt habt ihr sehr viel über Avocados gelernt und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Kerneziehen und guckt euch mal an, was ich da so gemacht habe bei Instagram. Am Ende dieser Folge wollte ich euch jetzt nochmal darauf hinweisen, und zwar haben wir ja die WhatsApp-Gruppe, und wenn ihr möchtet, dass ihr in diese WhatsApp-Gruppe kommt, dann schreibt uns eine E-Mail an grünfärbtup@gmx.de mit UE und AE. Und noch eine zweite Sache, und zwar hat Olli ein ganz tollen Trailer letztens kreiert, und zwar hat er den dann eingereicht beim Podcastpreis, und da könnt ihr für uns abstimmen. Vielleicht gewinnen wir ja in der Kategorie Ratgeber. Es wäre auf jeden Fall toll, wenn ihr mitmachen würdet. Wir freuen uns sehr darüber. Sonst wünsche ich wie immer, wenn ich alleine bin, euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend und guten Mittag. Bis dann. Ciao. Grün färbt ab.